Hallo und herzlich willkommen zurück zu Geodebs. Ja, genau, wir sind wieder hier, beziehungsweise ich. Genau, jetzt muss ich mal so kurz mal schnell schauen, wo bin ich denn hier gestern stehen geblieben? Wir haben 24 Eisen und ein Kupfer und 30 Biomasse. Gut, Biomasse ist mir erstmal noch egal. Was einschmelzen hier können wir nicht. Okay, haben wir alles nicht. Sehr schön oder auch nicht, kann man sehen, wie man will. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Und hol noch mal ein bisschen was. So, abdocken. Alles anschmeißen und auf geht's. So, wir brauchen ein wenig Kupfer noch, ne? Das haben wir hier sogar. Das nehmen wir gleich mal mit. Ah, guck mal. Dafür ist das jetzt praktisch. Da geht das hier viel schneller. Ah, viel, viel besser. Viel, viel besser. Seltsames Signal, habe ich jetzt nichts. Höhle. Da haben wir auch nichts. Bisschen nach dem Kupfer. Da oben haben wir welches. Nehmen wir mal den schnelleren Weg. Ja, oben ist viel Kupfer anscheinend. Hier ist noch viel Eisen. So, dann bauen wir das doch mal alles ab. Ich mag das Spielprinzip, ey. Es gefällt mir echt gut, das Spiel. Ich hoffe, das kommt gut an. Ich hoffe, wir können davon ein wenig mehr spielen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Obwohl ich eigentlich gar kein neues Let's Play anfangen wollte, da ich aktuell ja sowieso so viel am Laufen habe. Aber ich habe gerade voll Bock auf das Game. Aber mal so richtig. Irgendwie macht mir das gerade voll Spaß. Ist ein sehr ruhiges Spiel. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich nehme jetzt zwei Folgen gerade mal noch schnell auf. Gestern nur zwei Folgen aufgenommen, heute nur zwei Folgen. Ich würde gerne mehr aufnehmen. Aber die Zeit fehlt, die Zeit fehlt. Ich habe noch so viel anderes zu tun. Naja. Irgendwann vielleicht mal, ne? Irgendwann kriege ich das bestimmt mal alles auf die Kette. So. Jetzt haben wir einen kritischen Blick hier auf meinen Ton. Ich hoffe, das haut hin. Ich habe ein bisschen am Ton rumgespielt, aber irgendwie will der Ton nicht so, wie ich will. So. Da haben wir noch ziemlich viel. Und einer noch. So, jetzt eh die Tasche voll. Jetzt geht nichts mehr. Nix geht mehr. Auf nach Hause. Dann wollen wir doch mal. Aber hier haben wir schon wieder was freigebuddelt. Kann man immer mal so ein bisschen machen auf dem Heimweg. Nochmal hier ein bisschen was freibuddeln. Was wir haben, haben wir. Oh. So. Gut, dann wollen wir das Ganze doch mal einschmelzen kurz. So. Ich möchte heute auf jeden Fall ein wenig Deko machen noch. Ne? Entladen sollte ich. Ja. Ich geistige Bremse ich. So. Also neue Räume hätte ich gerne. Ich hätte gerne mehr Räume und ich hätte gerne ein wenig Deko. Ja, so ein bisschen. Da würde ich gerne mal mit anfangen. So, kann ich jetzt schon einschmelzen? Schmelzen. So. Das lassen wir laufen. In der Zeit holen wir Eisen. Wir werden viel Eisen benötigen. Es läuft auf jeden Fall, das ist gut. Und es ist auch gut, dass es läuft, während wir nicht da sind. Das ist auch eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Ich hätte es jetzt wirklich ganz schlimm gefunden, wenn es jetzt gehießen hätte, so, nö, du bist nicht zu Hause oder halt hier in deiner Base, dann produziere ich nicht, da schmelze ich nichts ein. Kannst du gucken, wie du es machst. Das hätte ich jetzt ganz fürchterlich gefunden. Hier hat es mir doch eben Eisen angezeigt, oder? Ja, war wohl nochmal Kupfer, was es mir angezeigt hat. Fräsen uns hier mal im Schneckentempo runter. Unten ist auf jeden Fall Eisen, da ist Eisen. Früher oder später fressen wir uns hier eh durch alles durch. Halt! Nicht aufstehen! Mensch, mach das doch nicht. Setz dich.
Fauler Sack. So, sollst du es öffnen. So, nächster. So. Klatschen wir jetzt mal eben schnell noch 20 Eisen rein. Dann schmelzen wir die auch ein. Und dann können wir vielleicht schon mal ein bisschen Räume zumindest mal anlegen. Das wäre ja nicht schlecht. Oh, ist halt sehr hartes Gestein hier, ne? Wir treiben das ein wenig voran. Da haben wir noch eine Höhle. Ich will zur Höhle. Ich kann nicht anders. Was soll ich machen? Das ist auch Eisen. Also es ist ja auch okay, wenn wir da hingehen. Ich muss gucken, was in dieser Höhle ist. Das treibt mir sonst in den Wahnsinn. Höhlenforschung muss betrieben werden. Das habe ich auch schon in anderen Let's Plays gesagt, ne? Also, das wäre ja im echten Leben, das wäre ja gar nichts für mich, ne? So Höhlenforscher, alter Schwede, das wäre überhaupt nichts für mich. Mich da so durch so Felsspalten durchquetschen, vor allem gibt es da ja echt Stories, ne? Dass die Leute da wirklich hardcore stecken geblieben sind in allem und sowas. Das ist halt, boah, da hätte ich ja richtig Schiss. Das wäre überhaupt nichts für mich. So. So in eine Höhle so reingucken, so, aber die quetschen sich ja durch die kleinsten Spalten, wo man gerade so durchkommt. Ja, wenn du Pech hast, bleib stecken. Dann war's das für dich. Ist das Schönes? Ja. Haben wir gescannt. Ist Biomasse, das brauchen wir jetzt nicht scannen. Dann wissen wir, was das ist. Wir haben hier ein richtiges Labor oder halt hier so eine richtige Einrichtung. Was ist das? Also die Melonen lasse ich jetzt mal. Das Biomasse ist weiß. Ich Biomasse haben wir, die brauchen wir aktuell nicht. Ich will eigentlich eher gerade nur die Punkte, falls ich wieder irgendwas freischalten kann. Okay. Ich kann hier nichts machen. Unbekannt, das scannen wir mal kurz. So. Künstliche Pflanze, die haben wir jetzt gerade gescannt. Ich kann hier nichts machen. Fehlt mir was. So ein großer Raum und ich kann hier nichts tun. Also, schade. Dachte, vielleicht muss ich hier irgendwo Strom erzeugen. Vielleicht muss ich irgendwas herstellen, später Batterien oder so. Dass ich hier irgendwas öffnen kann, aber anscheinend ist hier halt einfach nichts. Ha. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So. Naja. Gut. Gescannt haben wir. Wir haben 200 Punkte wieder mitgenommen. Dann gehen wir jetzt noch Eisen holen. Die Biomasse lasse ich da. Wie gesagt, die brauchen wir aktuell nicht. Wenn wir sie brauchen, weiß ich ja, wo ich sie finde. Die würden schon nicht weglaufen. Da würde ich mir schon ein bisschen wünschen, dass da ein klein bisschen mehr kommt. Was das angeht. So, das wäre schon eine feine Sache auf jeden Fall. Dass die Höhlen irgendwie ein bisschen, ein klein bisschen mehr Content bieten. Dass man da irgendwas noch machen kann. Irgendein Rätsel lösen, etc. Was weiß ich. Vielleicht irgendwelche Sachen, die man erst herstellen muss, dass man dann später nochmal hin muss oder so. Wären alles so Sachen, die ziemlich cool wären. Mal gucken, vielleicht kommt das noch. Ja, vielleicht urteile ich schon wieder ein wenig schnell. Ja, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So. Was auch nicht schlecht ist, wenn wir nach Hause kommen. Da haben wir die nächste Höhle. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Fräsen uns hier einfach den Weg nach Hause. Auf geht's. Ich finde das Spiel ein bisschen sehr ruhig. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Den Satz habe ich aber, glaube ich, wieder mal nicht beendet, weil ich mich wieder selber unterbrochen habe. Kann ich sehr gut. Ja. Musiktechnisch ist gelegentlich mal da irgendwie. Bei manchen Sachen. Aber eigentlich nicht die ganze Zeit. Deswegen überlege ich gerade, ob ich vielleicht da für dieses Spiel auch noch eine kleine Playlist erstelle oder so. Passenden Sounds vielleicht, wo ich sage, das könnte passen. Und ja,
dann ist das vielleicht hier ein bisschen ein klein wenig unterhaltsamer. Weil das ist doch sehr ruhig. Also man hört mich, man hört die Spielgeräusche im Hintergrund, also die Spielsounds hier, Tür geht auf und so weiter. Aber das war's dann halt auch schon, ne? So, nächste Eisen. Eisen läuft, Eisen sollte ankommen. Wir können schmelzen, sehr gut. So, wir haben 400 Punkte, aber hier nichts zum Forschen. Gut. Ich würde sagen, wir gucken mal. Raum anlegen. Jetzt ist so, ich könnte hier und hier... Das würde ich sogar mal machen wollen. Das kostet mich halt unglaublich viel Eisen, ne? So. Was das an Eisen frisst, ey. Nur dieser Raum. Das wäre cool, also ich würde jetzt hier hinten einen kleinen Raum machen. Wäre ganz cool, wenn wir, wäre ganz cool, wenn wir dann noch irgendwie eine Tür oder sowas da einbauen könnten. Können wir das eventuell? Nee, auf der 2, was hatten wir da denn noch alles? Ich muss gerade noch schnell schauen. Das war das Terminal, das war die Raffinerie, die haben wir schon. Das ist der Forscher, den haben wir. Bohrer-Upgrade haben wir. Energieterminal. Ist das Energieterminal das, was wir... Ne, das ist das nicht. Das ist was anderes. Also Energieterminal müssten wir auch noch bauen. Stromspeicher. Okay. Strom. Stromgenerator, Biomasse. Den müssten wir dann eventuell irgendwie mit, dann mit dem Stromspeicher. Da weiß ich auch noch nicht, was, wie, wo, was. Dekoration. Wir haben das Bett, wir haben den Hocker, wir haben den Stuhl. Das kostet uns alles Eisen, ne? Ja. Ist ja die Frage, was bauen wir jetzt? Hier vorne haben wir ja schon ziemlich viel. Jetzt auf die 1 nochmal gehen. Jetzt könnten wir hier nochmal so einen kleinen Raum machen. Und... Jetzt sind mein Eisen, glaube ich, gleich schon wieder alle, ne? Na, wobei es noch am Einschmelzen. Raffinerie will ich nicht. Den würde ich gerne bauen. Aber der ist sehr teuer. Da braucht 14 Eisen. So viel haben wir, glaube ich, nicht mehr. Den würde ich gerne bauen. Daneben würde ich den Speicher machen. Und dann würde ich noch das Energieterminal. Dann würde ich das hier alles so in die Ecke quetschen wenig, ein wenig. Und dann mal gucken. Müssen wir, glaube ich, gleich nochmal Eisen ranbringen. Oh ja. Also das letzte eingeschmolzen. Ja, 10 Eisen nur noch. Ja, da sollten wir nochmal ein bisschen was holen, oder? Da holen wir nochmal einen Schwung. Holen wir nochmal einen ganzen Schwung. Ein Stack Eisen hier. Oder halt, was heißt ein Stack hier? 20. 20 Klümpchen. Und dann gucken wir doch mal. Jetzt fahren wir mal wieder nach oben. Ich frage mich immer noch, was der Pfeil ist. Ah, guck mal, hier oben haben wir ganz viel Eisen. Da soll das relativ schnell gehen. So. Zack. Und zack. So, so. 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 Und so. Bei uns müsste Eisen sein. Ja, hier. Ich frage mich auch, wie groß das hier alles ist. Bom, bom.
Ich hoffe, unser Bohrer geht nicht kaputt, wenn ich da rückwärts irgendwo dran baller. Aber ich glaube nicht. Der wird schon robust sein, denke ich. Da hätten wir doch eine Höhle. So. Wie viel habe ich noch? Zwei. Für zwei hätte ich noch Platz. Kriege ich den da oben? Aber da unten ist noch mehr. So. Nehmen wir gerade die beiden. So, Tasche voll. Auf nach Hause. So. Dann stellen wir gleich mal hier das Energieding her. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja was Interessantes. Ich kann mir jetzt noch nicht so hundertprozentig erklären, für was wir das brauchen. Ich weiß gar nicht, ob es dabei stand. Wenn, habe ich es überlesen. Das kann ich auch gut. Sachen überlesen. Einfach überfliegen. Ja, upgraden könnten wir auch, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Nee, nee, nee. So, schmelz mal ein. Ja, und hier will ich das ein bisschen größer machen. Dann würde ich hier so ein bisschen so eine kleine Sitzecke machen und sowas. Ein Bett hinstellen und sowas. Ein bisschen Deko. Wie gesagt, Türen wären geil. Wenn ich hier einfach so eine Tür machen könnte, dass ich da dann einen abgetrennten Raum habe, dann wäre das hier so ein bisschen der Flur. Und dann könnte man hier so einen abgetrennten Raum machen. Und das ist alles halt sehr, sehr offen. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. So, den kann ich jetzt bauen. Den platziere ich mir jetzt einfach mal hier. So, kann ich mit dir schon irgendwas machen? Hinzufügen. 30 Biomasse. Guck mal, ich füge dir ganz viel hinzu. Ich habe da jetzt 15 hinzugefügt. Jetzt der voll. Wir werden wohl Sachen kriegen, die Strom benötigen. Würde ich mal behaupten. Energieterminal. Da kann man hier immer nachgucken mit der Energie. Und den Speicher, der ist auch sehr teuer. Der Speicher ist auch sehr teuer. Ja, da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Okay, wir haben auch irgendwie, also ich habe den jetzt voll geknallt. Energie ist top, ist bei 20. Wir haben halt noch nichts, was Energie frisst irgendwie. Ah, ich dödel. Vielleicht hätte ich es andersrum bauen sollen. Kann ich das ändern? Das können wir jetzt auch mal testen. Kriege ich da mein Zeug wieder zurück? Ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Ressourcen zurückgekriegt habe. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich glaube fast nicht, ne? Ich würde das vielleicht eher hier hinbauen. So. So, den kann man da lassen, da kann man den Speicher noch hinbauen. Und den würde ich hier mal, dass man nach die, in diese Richtung noch Dinge erweitern kann. Ne? So, da müssen wir ein bisschen drauf achten. So, hier sind wir fleißig am Einschmelzen. Neue Sachen zu erforschen haben wir noch nicht bekommen. Keine Ressourcen zum Scannen. Wir haben nichts Neues gefunden bis jetzt. Ich würde gerne hier die nächste Stufe davon würde ich gerne machen. Die. Zelle 2, aber so weit sind wir noch nicht. Lagerung. Lagerung war sauteuer, ne? Ja, 20 Eisen. Stärke, 25 Eisen. Und dafür brauchen wir 15 Kupfer. Eieieiei. Ja. Das heißt jetzt erstmal einen schönen Grind hinlegen und ein und dasselbe machen. So ist es halt. So ist es halt.
Wir könnten mal gucken, dass wir zu der einen Höhle noch kommen. Ich hatte ja da hinten noch eine Höhle gesichtet. Ah, wobei. Ist die in dem Bereich, wo wir hinkommen? Doch, oder? Ja, doch. Das sollte passen. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir da noch irgendwas Krasses finden in so einer Höhle. Ich glaube auch nicht, dass die Karte hier, also ich vermute es einfach mal, ich kann es nicht sagen natürlich, zufallsgeneriert ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die ist schon so gemacht, wie sie jetzt ist. Also die ist schon von Hand so gemacht, dass die wirklich da Höhlen, also dass die Entwickler da Höhlen platziert haben, wo sie jetzt sind. Und die sind immer da. Glaube ich jetzt mal. Wie gesagt, hundertprozentig wissen tue ich es nicht. Ich vermute es einfach nur sehr stark. So. Was haben wir denn hier? Da kann ich nichts scannen. Ja, die kennen wir bereits schon. Die brauche ich jetzt auch erstmal gerade gar nicht. Wir verbrauchen eh noch keinen Strom. Hier haben wir ganz viel Glumps. Unbekannt. Das scannen wir doch mal. Aha. Kann ich das mitnehmen? Nee. Aber eventuell habe ich da was zum Erforschen. Hallo? Hallo, Sie da? Hallo? Okay. Das hatten wir schon. Noch eine sagte ich Ihnen, noch eine, bevor ich nach Hause kam. Es tut mir leid. Okay, ja. Nach Hause hat er es nicht geschafft, wie es aussieht. Das tut mir auch leid. Oh. Ich vermute, wir kriegen noch was, um die Ranken hier zu bekämpfen, oder? Um die Ranken kaputt zu machen. Dass wir da durchkommen, vermute ich mal. Und ich vermute, da ich das eine Dingens... Ist da was? Nee. Ich vermute mal, da wir jetzt das Dingens da gescannt haben, das Drohnenteil oder was das war, werden wir das erforschen können, oder? Da unten war doch auch noch eine Höhle, oder? Oder täusche ich mich? Wir graben uns da mal hin. In Rekordzeit natürlich. Ja, Mann. Der Arme. Er hat es nicht nach Hause geschafft. Schlimm. Naja. Bin gespannt, was hier noch alles kommt. Unten war doch auch noch eine Höhle, oder? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Guck mal, wenn wir jetzt eh hier schon durchfräsen. Komme ich da durch? Nee, da komme ich noch gar nicht durch, ne? Ah, shit. Da war ja was. Müssen wir einmal außen rum. Ich bin gerade überlegen. Also dekotechnisch, ich würde echt gerne Deko angehen. Ich meine, so viel haben wir noch nicht. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, ich glaube, es würde fast mehr Sinn machen, erstmal den Bohrer ein bisschen zu upgraden, oder? Mehr auf Upgrades zu gehen, Bohrer und sonstigen Kram. Weil ich habe so das Gefühl, mit den kleinen Taschen und sowas ist das sonst echt lästig, dass wir hier hin und her müssen die ganze Zeit.
Genauso wie die Abbaugeschwindigkeit. Weil wenn wir einen besseren Bohrer haben und hier alles viel, viel schneller durchfräsen können, dann ist es natürlich schon geiler, wenn wir das in einer guten Geschwindigkeit machen und dann einfach eben zack, zack, zack ganz viel Eisen holen. Dann können wir auch schick Deko bauen, weil Deko kostet ja eigentlich nur Eisen, wenn man es mal genau nimmt. Da unten ist doch noch was. Ja, da ist noch eine Höhle. Da gehen wir noch mal hin. Hier gräbt er sich halt echt einen ab, ne? So, dann wollen wir doch mal andocken. So, was haben wir denn hier Spannendes? Die kennen wir bereits. Ja, die brauche ich jetzt nicht sammeln. Oh Gott, was ist das? Das sieht ja geil aus. Wo bin ich hier? Hallo? Bist aber ein Lieber, oder? Alter, mach das nicht. Der steht auf einmal da. Wo ist er hin? Okay. Alter, krass. Habe ich jetzt gescannt? Okay. Das Ding ist cool. Oh, ist ja echt geil für zu Hause hier. Oh, das ist ewig geil. Das will ich für hier haben. Das will ich mir ins Zimmer hängen. Wenn ich Stream mache oder so, wäre das ganz cool. Bauplan. Okay. Bauplan. Nice. Voll geil. Aber ich muss sagen, ich verliebe mich immer mehr an das Spiel, ne? Das macht mir immer mehr Spaß. Ich würde gerne noch ein klein wenig was mitnehmen. Drei Slots haben wir noch frei. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Guck mal, zu Hause ist da. Da oben haben wir aber noch Eisen. Dann gehen wir nochmal schnell dahin. Die drei Eisenpopel nehmen wir noch schnell mit. Damit wir auch mit vollen Taschen nach Hause gehen. Sonst lohnt sich das ja nicht. So, den, den und den noch. So, dann ist eh voll. Genau. Und bei der nächsten Runde holen wir wieder eine Runde. Da holen wir wieder ein bisschen Kupfer. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich ein paar Sachen gefunden und eingescannt. Ob wir wieder was forschen können. So. Einmal andocken. Entladen. Und? Ne. Aber hier haben wir jetzt Drohnen. Aha. Gut, das können wir uns leisten, oder? Wir machen das mal. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was es bringt, aber schlecht wird es bestimmt nicht sein, oder? So, wir schmelzen wieder ein. Hier ist nichts Neues dazugekommen. Das andere, was wir da, die Baupläne, was wir da gescannt haben, jetzt muss ich gerade mal gucken, ist bestimmt bei Deko gelandet, oder? Schauen wir mal kurz durch. Hier haben wir ein Bett, Hocker, da, da, da. Die Pflanzen, die haben wir nämlich auch gescannt, ne? Nö. Ist da gar nicht gelandet, irgendwie. Okay. Ist das hier gelandet?
Auch nicht? Okay, okay. Ja. Nun. So. Stärke. Stärke wäre nicht schlecht. Lagerung. Geschwindigkeit. Naja. Gut, dann holen wir jetzt erstmal eine Runde Kupfer. Schauen gleich mal vielleicht, ob wir mit der Drohne jetzt schon irgendwas machen können. Also gebaut haben wir sie. Sie sollte jetzt anwesend sein. Seltsame Signalbasis. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich sehe die Drohne halt auch nirgends. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Oder müssen wir die abholen, die Drohne? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wisst ihr, ich habe die Vermutung, dass in der Höhle, in der ich gewesen bin, dass der Roboter, der da saß, das war ja, wie es aussieht, kein Mensch, dass das eventuell die Drohne ist. Wisst ihr, was ich meine? Müssen wir den jetzt abholen? Wir fahren mal hin und gucken mal. So, das müsste hier gewesen sein. Einmal andocken, bitte. Nö. Der sitzt da nach wie vor reglos. Dann verstehe ich das mit der Drohne noch nicht ganz. Was habe ich davon jetzt? Jetzt habe ich eine Drohne und die macht nichts, oder wie? Blicke ich nicht. Naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Rest in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Ich habe echt immer mehr Spaß an dem Spiel und ich bin gespannt, was noch alles kommt. Also, wir finden ja ziemlich coole Sachen. Ich habe zwar noch nicht so hundertprozentig raus, wie, wo, was alles hier funktioniert, für was wir das alles brauchen werden. Aber ich denke, das kriegen wir alles im Laufe der Zeit raus, ja? Gut, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.